Muss ich schon wieder Kartoffeln essen? Nam, 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 nam. Ach ja, Ofenkartoffeln, ne? Ich sage ja, ne? Ich habe schon mal erzählt, ne? Jedes Mal, wenn ich diese Ofenkartoffeln in meinte, Ofenkartoffel ist so. Ja, weißt du Bescheid. Ja, hier so Bodenfenster oder so. Nee, wir lassen das mal so. Und hier. Scheiße. Also die Wand müsste dann ja komplett sein. Die Wand müsste komplett aus ganzen Blöcken bestehen, damit das funktioniert. Wie hupt denn da? Damit das funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Aber das waren so Endstationsblöcke, ne? Da kann man nichts wieder draus machen. Ja, scheiße. Baumfarm. Und man sieht auch schon, es leuchtet von sich aus so ein bisschen, ne? Weil unter jedem von den Dingern, wenn ich das jetzt alles richtig gemacht habe, wir nehmen einfach einen von hier. Guck mal, von jedem von den Dingern ist nämlich hier einmal so und das Licht geht auch noch an den Rand. Beleuchtung. Ja, und hier unsere Nutzfläche, sag ich mal. Da kann man eigentlich direkt mal eine Kiste hinstellen. Ey, sag mal, bist du hier gerade rübergesprungen oder was ist hier los mit dir? Junge! Springen wir nicht auf den Kopf? Meine Güte. Wieso ist denn der hier rübergesprungen? Oder ist er von hier hingesprungen? Das ist natürlich eine Frechheit, sowas. Das gehört sich doch nicht. Ja, also wir waren dabei, kurz mal eine Kiste irgendwie zu bauen. Beziehungsweise das Inventar so ein bisschen leer zu räumen. So, also eine Kiste. Eine Kiste stellen wir mal hier hin. Die connectet sich auch nicht. Sehr schön. Wir stellen sie aber, glaube ich, so hin. Ja, so ist schöner, ne? Und da kann man nämlich das ganze Baumzeug dann reintun. Also. Das ganze, der ganze 67 Stück. Nee, aus unserer temporären Kiste. Cool. Hallo, bist du bescheuert? Kohle unten rein. So, das kommt hier rein und das kommt da rein. Erstmal alles. Oh. Machen wir zwei Kisten. Eine für, ja, für Blätter, die wahrscheinlich ratzfatz voll sein wird. Und eine für Setzlinge oder so, die wir dann natürlich automatisch irgendwann überhaben. Weil wir im Idealfall immer mindestens zwei Setzlinge pro Baum bekommen. Das war das, das war das. Jetzt können wir den Scheiß hier nämlich wieder einstecken. Und dann tun wir den erstmal in unsere Ramschkiste, die wir ja eigentlich mal wegräumen wollten. Und den ganzen anderen Scheiß, den tun wir jetzt auch mal in die Ramschkiste hier. Meine Güte, das volle Inventar, das ist ja ätzend. Gut, volle Kiste ist natürlich nicht wesentlich besser. Wo ist jetzt meine. Das passt soweit, das passt soweit. Stöcker nehmen wir mal mit, dafür tun wir das hier rein. Kurz mal ein bisschen wieder sortieren, das ist ja schrecklich. Hagi, hagi, hagi. Hagi, hagi, hagi. So. Ne, Schwert in die Mitte. Die mal hier an den Rand, die brauchen wir nicht so häufig. Das brauchen wir häufiger. Das Wasser tun wir hier. Den brauchen wir jetzt, glaube ich, auch erstmal nicht mehr. Das kommt hier rein. Damit ist das Ding auch schon wieder voll. Ja, den Rest behalten wir erstmal. Ist das scheißegal. Beziehungsweise wir machen einfach mal ein paar Fackeln. Ach ja. Hier war ja was. No. Ach, jetzt hätte ich auch gar keine Spitzhacke machen müssen, ne? Ich hatte ja noch eine. Na gut, jetzt haben wir drei. Das ist auch in Ordnung. Die werden wir sowieso noch gleich brauchen. Weil wir ja mal gucken müssen, dass wir jetzt mal irgendwie uns hier nach unten buddeln. Und hier mal diesen scheiß Keller endlich vorwärts bringen. Ja.
Dazu wäre natürlich jetzt so Holztreppen ganz geil. Wir wollten, müssen, ne, wir müssen Steintreppen machen. Wir gehen ja jetzt hier runter, das heißt, wir bauen jetzt hier Steintreppen. Wir machen hier nochmal eine Koppel. Ne, wir machen hier noch von den Steinen hier und dann schauen wir mal, wie wir uns dann da runterfahren. Erstmal. Ja. Also, wir wollen das natürlich alles irgendwie einigermaßen gleichmäßig haben. Das heißt, hier kann man schon mal Scheiße bauen. Ah, Mann, oh. Ach, Mann, oh. Wir bauen es von außen zu. Scheißegal jetzt. Dann haben wir halt Bodenfenster. Ach, der Baum ist gewachsen. Da können wir gleich mal gucken. Das wird sowieso nicht funktionieren. Das heißt, wir machen bis hier. Nein, wir machen doch keine Bodenfenster. Wir machen nur bis hier. Hier kommen dann nämlich normale von den Dingern rein. Und dann... Wir machen Bodenfenster. Von Anfang an war es mein Plan, hier Bodenfenster zu haben und hier dann eben normale Nodes drin zu haben. Beziehungsweise hier unten zumindest normale Nodes drin zu haben. Hier oben, da lassen wir dann, wie es ist. Da gucken wir dann mal, wie es dann weitergeht. Und hier müssen wir auf jeden Fall eine... Ich glaube, da hilft auch die Reihe Cobblestone nicht, wenn man das macht. Mal hier, wenn wir den hier wegholen. Ich hau den jetzt mal per Hand weg. Der Mod funktioniert nämlich auch per Hand. Es dauert halt einfach dann eben lange. Sogar zu lange. So, das nervt mich. Ne, das bleibt nämlich über hier, weil das connected mit dem Holz und dadurch erkennt er dann, dass das schön stehen bleiben soll. Ist jetzt eigentlich nicht weiter tragisch, weil wir ja ernsthaft? Ernsthaft? Ich hab doch gerade noch gesagt, man kriegt immer so ungefähr so zwei Sitzlinge dann pro Baum, ne? Manchmal kriegt man noch keinen Sitzling pro Baum. Okay, okay. Dann ist es wohl so. Dann ist das wohl so. Gut. Soll uns mal nicht weiter stören. Wir waren ja dabei, hier zu sagen, dass wir das hier schon... Oder wir machen hier zu, weil hier ist eh Treppenhaus, ne? Also man kann eigentlich auch hier komplett zumauern. Ich glaube, wir mauern das komplett zu. Dann brauchen wir eine Treppe hiervon. Ja. Ja. Da kommt nämlich dann die Decke ran. Das wird so eine doppelte Decke, einfach weil, ja, der Boden von hier soll nicht die Decke von dem anderen sein. Und damit das hier einigermaßen gut aussieht. Ich sehe übrigens gerade, wir müssen hier gucken, dass wir das anders machen. Da wir von außen eh zubauen, ist das also egal, was hier ist. Weil das auf der Höhe ist. Und hier kommt nämlich auf der anderen Höhe kommt dieses Holz rein. Na, dass es dann pro Ebene einmal gleich ist. Wir können das Holz auch gleich wieder an die richtige Stelle setzen. So. Habe ich denn von dem noch was da? Guck mal, da habe ich sogar noch... Ah, da guck mal, da habe ich sogar noch genug da. Das heißt... Zack, 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 zack. Nö, und dann hat man von dem Design her... Ja, wie gesagt, hier machen wir komplett einfach zu. Was dann hier für ein Stein ist, ist dann auch egal. Das heißt, wir brauchen auch nicht gucken, dass wir das hier nach unten durchziehen. Beziehungsweise könnten wir das eigentlich auch nach unten durchziehen. Das würde dann ja eh enden. Ja, also, es würde ja eh enden. Ich glaube, wir machen das so und ziehen das auch nach oben dann noch einmal durch. Und dann haben wir das dann da in Ordnung. Wobei auch die Dinger hier wieder Endstationen sind, ne? Ja, ne, kann man auch wieder nichts draus machen. Und da dieses Recyceln in der Säge ja auch irgendwie nicht das tut, was es tun soll, beziehungsweise habe ich es wahrscheinlich einfach nicht verstanden, wie es funktioniert,
bleibt halt einfach was über. Dann ist das eben so. Ne? Gut, dann wir gehen einmal kurz nach draußen. Was kriegen wir denn hier noch raus? Wir brauchen nämlich noch Steine. Wir machen nachher unten dann sowieso irgendwie den Boden und die Treppe aus Cobblestone. Der Rand oben, der ist wirklich nur, um dann eben den Übergang von oben nach unten dann irgendwie hinzukriegen. Und hier ist dann halt eben die komplette Reihe. Die sieht man sowieso nicht mehr nachher. Da können wir dann gleich mal gucken, was von innen irgendwie am besten passt. Dann hat sich nämlich auch das Problem mit dieser komischen Treppe hier übrig, die dann da eben so ein bisschen störend wirkte. Ja. Das ist so, wie es ist. Und das wäre dann eben so der Teil von außen. Das ist dann halt einfach so. Das ist dann okay. Gut, hier brauchen wir noch ein paar, aber von hier, von innen. Na, da brauchen wir die eigentlich auch, ne? Ich bin da kein Fan von, aber man könnte natürlich dann irgendwie sagen, man lässt einfach eine Lücke, aber... Nee, ich hab's gern ordentlich, sonst ist das halt irgendwie komisch. So, dann geht es hier tiefer. Nächste Reihe, sonst habe ich keine... Doch, ich habe noch zwei. Beziehungsweise wäre das dann ja hier eh Cobblestone. Cobblestone. Speaking of Cobblestone. Da hatte ich doch noch ein bisschen was. Weil Boden aus Cobblestone ist ja eigentlich das Logischste und Sinnvollste, was man irgendwie machen kann. Weil halt Cobblestone ist halt eben einfach der Bodenstein, den man auf den Boden liegt, wenn man einen Pflasterboden baut. Weil Cobblestone Pflasterstein. Kopfsteinpflaster. Ja, die Übersetzung Kopfsteinpflaster ist halt immer noch ein bisschen merkwürdig. Und der Rotstich ist immer noch da, das liegt immer noch. Das ist halt so. Ich habe da noch nicht dran rumgespielt, ich bin auch noch nicht final irgendwie zufrieden und so lichtmäßig, wir hatten ja schon mal letzte Aufnahme Session geguckt, man könnte hier drüber was anbringen, so ein kleiner LED-Strahle, der nach oben an die Dachschräge geht, weil dann könnte man nämlich beleuchtungsmäßig Softbox schon fast irgendwas bauen. Licht aus, danke. Aber da ist noch nichts weiter geplant, irgendwie, wie es dann jetzt genau geht. Auch mit dem Anbringen, da muss man auch noch mal gucken, ja, ob man da dann irgendwie was... ich denke mir irgendwas aus und irgendwann haben wir es halt wieder schön. Bis dahin müssen wir halt damit leben, dass es so ist. Ich könnte natürlich auch den Monitor kalibrieren, aber das ist erstaunlich. Der Monitor sieht eigentlich völlig in Ordnung aus. Das ist einfach... vielleicht ist auch die Webcam verstellt. Na, will ich auch nicht ausschließen. Ich habe ja auch da ein bisschen dran rumgespielt. So, es wird dunkel. Ist natürlich dann fürs Bauen jetzt unter Tage. Da brauchen wir ja sowieso dann Fägeln. Da müssen wir mal schauen. Vor allem müssen wir gucken, wie tief wir tatsächlich irgendwie den Keller dann aushöhlen. Wir gehen erstmal hier auf der Ebene direkt unten drunter. Weil wir ja dann da auch doch die Decke wieder reinziehen müssen. Das heißt, wir müssen hier sowieso erstmal alles wegholen. Oh, da ist Kies. Da ist Kies. Kies. Endlich Kies. Lange kein Kies mehr gehabt. So. Dunkel ist es. So weit müssen wir gar nicht. Bis hier können wir. Das bedeutet, da wird wieder zugemacht. Mit dem guten Cobblestone, der hier so selten ist in diesem Spiel. Da kommt nämlich dann die Wand. Das heißt, wir brauchen hier, dann haben wir hier die Lücke. Ja, so ist doch fein. Also die Wand wird natürlich dann aus dem, dem Stein gebaut, das sind den Steinziegeln. Und die Lücke ist halt dafür da, weil wir ja nicht die Wand komplett irgendwie um die Ecke ziehen müssen. Es geht ja da dann doch eher ein bisschen um die Optik als um den Realismus. So. Bis da. Und hier hinten. Ja, hier wäre die Decke. Also die Höhe ist die Decke letztendlich.
auch hier kann man dann aber trotzdem mal gucken, wie weit wir denn da gehen können. Meine Güte! Na, ein zu weit. So. Bis da können wir gehen. Hier müssen wir schauen. Es wird wieder hell. Ist wahrscheinlich dann hier vorbei, ne? Genau. Bis hier können wir gehen. Hier ist von der Seite hier der Block, der sitzt dann da schon mal ganz gut. Das heißt, bis hier können wir gehen, okay. Dann gucken wir doch mal, wo hier der Rest ist. Dunkel, dunkel. Ich bin gar nicht bis zum Rand gegangen, ne? Ich bin auch ein Idiot, ne? Ich bin hier so ein Vollidiot wieder hier. Was macht der für eine Scheiße hier? Der hat keine Ahnung, wie er dieses Spiel spielen muss. Macht mich aggressiv, der Idiot. da, guck mal, bis da müssen wir gehen. Das heißt, schön. Alles schön und gut, aber den Stein wollte ich da nur nicht reinsetzen. Den wollte ich doch gerne wieder behalten. Aber dann machen wir hier einmal wieder zu. Ist ja alles kein Problem. Sieht man nachher sowieso alles nicht mehr. Ja. Oh, da kommt uns der Kies entgegen. Man sieht also, wir sind hier quasi direkt unter der Oberfläche. Ja, Quatsch. Wir machen ja keine Höhlentour, also von daher können wir ein bisschen bauen. Sodele, 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 sodele. Hier kommt nämlich dann die... Ja, da kann eigentlich auch die Lücke bleiben. Also eigentlich kann das da auch zubleiben. Weil wir stehen ja hier auf Höhe der Decke. Das heißt also, hier kann eigentlich auch tatsächlich zubleiben. Weil Decke und so. Selbe Spielchen wie hier mit dem Rand, mit der Lücke, mit dieser Ecke, die ist nachher dann verdeckt von zwei Seiten. Genauso ist die Decke ja auch dann irgendwie noch. Die Wand ist halt hier, die Decke ist halt hier. Das heißt, die Lücke ist dann da auch geschlossen und das Ding ist dann hier auch verdeckt. Hier am vorderen Teil natürlich nicht, weil wir hier natürlich irgendwie diese Treppe nach unten haben. So. Es wird ja fast schon ein kleines Kellerbau-Tutorial, ne? So, guck mal hier, dann hauen wir das nämlich einmal weg. Aha. Und wenn wir jetzt noch ein tiefer gehen, dann haben wir direkt über uns die Decke. Das bedeutet, die Decke. Die Decke kommt aus demselben Material wie hier diese. Wir können eigentlich bei der Gelegenheit mal ein paar Steine brennen. Und dann uns schon mal irgendwie so ein bisschen, während es brennt, ja, den Boden hier vorbereiten. Die Decke, die kann man dann reinziehen ohne Probleme. Ja. So, das kommt weg, das kommt weg. Das ist nachher alles frei. Hier ist dann die Wand. Hier ist die Wand. Da habe ich jetzt die Lücke geöffnet. Dann müssen wir die wieder zumachen. Und nun gucken wir mal. Hier ist dann auch. Und hier irgendwo ist dann auch. Da gucken wir gleich mal. Das heißt, wir gehen jetzt einfach hier mal ein bisschen runter. Dass wir uns Ebene für Ebene einmal irgendwie frei bauen. Was man jetzt natürlich machen kann, wenn man weiß, man hat irgendwie eine Decke, die irgendwie so 10 Meter hoch ist, dass man, wenn man sich runterbaut, sich so weit runterbaut, dass man sein Deckendesign machen kann. Und dann baut man seine Decke und dann ist alles schön und gut und dann baut man sich zu seiner endgültigen Bodentiefe runter. Haben wir wieder was gelernt. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Nein. So, guck mal hier. Jetzt müssen wir hier natürlich auch noch wegholen. Aber wir hängen die erstmal an die Decken, dass man was sehen kann. Beziehungsweise an den Boden von unten. Aber Boden von unten ist doch auch Decke. Nein, es ist unterschiedlich. Boden von unten ist Boden von unten und die Decke ist die Decke. So, hier muss auf jeden Fall weg. Hier muss auch weg. Hier... dahinter. Ja, die Treppe selber ist dann wieder ein bisschen freistehend.
Beziehungsweise kann man dann vielleicht dann dahinter noch eine Treppe nach unten, dass man noch tiefer kommt, bauen. Aber da gucken wir dann gleich mal. Ich baue mich jetzt erstmal hier einmal irgendwie wunderbar rum. So, wir können dann bei der Gelegenheit hier oben mal gucken, dass wir hier. So. Und dann rum sind, dass wir in den Boden reinziehen können. Da gucken wir dann auch gleich mal, wie wir das machen. Da muss man auch gucken, dass wir den Boden irgendwie. Jetzt haben wir diesen anderen Keller in dem anderen Gebäude. Der ist ja irgendwie zwei tief normalerweise oder zwei hoch. Normalerweise mache ich Keller immer auch drei hoch tatsächlich, dass man eben sich da nicht den Schädel stößt. Das heißt, wir rechnen einmal, hier kommt die Decke rein. Das heißt, wir haben hier zwei und der Boden, der ist auch nochmal ein. Das heißt, wir stehen jetzt schon auf unserem Boden. Das wiederum bedeutet, wir müssen auch nochmal einmal freimachen wieder. So. Der kann bleiben, den sieht man nicht. Ich mache es trotzdem lieber einmal ordentlich. Also ein paar Dinge, da achte ich dann schon drauf. So, Keller, Keller, Propeller. Und den ziehen wir jetzt mit Cobblestone zu. Hier Lücke, Ecke bleibt wieder frei, ist klar, weil hier ist Wand und da ist Boden. Das heißt, das sieht man nicht, das kann man dann lassen, wie es ist. Immer so viel wie nötig und so wenig wie möglich verbrauchen. Ist, glaube ich, generell auch ein gutes Motto, oder? So viel wie nötig und so wenig wie möglich. Und damit wäre der Boden von dem Keller auf jeden Fall schon mal fertig. Jetzt müssen wir mal gucken, wenn man die Treppe runter geht. Wir können jetzt hier auf dem Boden übrigens schon mal ein bisschen beleuchten. So. Wenn man die Treppe runter geht, wo stößt man sich dann hier den Kopf? Man würde sich hier den Kopf noch stoßen. Das heißt, wir machen hier die Treppe hin. Und kommen dann nämlich wunderbar runter. Jetzt haben wir nämlich auch gleichzeitig, wissen wir, bis wo wir dann irgendwie ja, bei der Decke hier schön machen müssen. So. Guck, und dann dahin. Und dann ist das gut, ne? Dann kommst du runter hier, stößt dir den Schädel nicht. Könnt ihr die hier natürlich auch noch umgedreht machen. Haben wir noch eine Treppe dabei? Haben doch bestimmt noch eine... Ach. Wollt gerade sagen, wir haben noch genug gemacht. Dann machen wir das nämlich hier auch einmal umgedreht. Jetzt muss man hier natürlich aufpassen, dass man es hier dann auch einmal hier wäre jetzt von außen. Ah, dann man müsste es natürlich dann auch runterziehen. Das habe ich ja in dem anderen Gebäude auch gemacht. In dem Fall mache ich das nicht. Da bin ich dann ehrlich gesagt zu faul zu. Das heißt, wir machen einfach einen Stein rein. Wenn es der richtige gewesen wäre, was mache ich denn da für einen Käse? Den hier, da haben wir noch genug von. So. Weil man würde ja durch die Treppe hier durch den sehen können. So, und schon passt das. Ne? Jetzt haben wir nämlich hier schön, also Treppe ganz normal Holz, weil ist halt so, den Boden mit dem gekachelten Holz, dann hier einmal von dem Ding hier das Design runtergezogen. Das ist dann unten, verschwindet dann ja eh. Hier einmal die Umrandung, mit dem Holz, dann hier einmal die Umrandung von der Decke und dann hier unten ist man dann halt eben ganz normal. Und die Treppen passen sich immer an die jeweilige Umrandung an. So, das heißt, wir brauchen Cobblestone-Treppen, weil wir hier unten einmal eben noch kurz aufmachen müssen. So. Zack. 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 So. Und dann haben wir die Treppe dann hier auch. Gut, so, das zu, das zu, das zu. Einmal gucken, passt soweit alles. Wenn jetzt noch irgendwo Lücken sind, ich mache sie immer zu. Sieht einfach für mich im Geiste besser aus, wenn das zu ist, ordentlich. So, der müsste gebrannt sein. Der ist gebrannt. Dann machen wir davon nämlich jetzt mal schön ein paar Steine. Steine? Und dann gucken wir mal. Erstmal ein Häppchen essen. Oh, lecker Ofenkartoffel. Mm, oh, Ofenkartoffel. Schön mit Sour Cream. Mm. So, guck mal hier. Dann machen wir nämlich hier erstmal.
Und das ist halt eben die Wand und die Treppe selber, die bleibt zum Raum hin offen und ist eben direkt an der Wand. Und hier ist eben die Lücke, was ich meinte, das verschwindet einfach, das verschwindet einfach. So. Die Beleuchtung würde ich halt gucken, wenn das von der Länge her passt, dass wir sie in die Wand integrieren. Ansonsten können wir den Keller auch eins größer machen, das ist ja auch kein Problem. Hier von der Breite passt das auf jeden Fall. Nur da ist dann Gitter, dahinter ist dann auch nochmal. Aber erstmal mache ich alles zu. Da können wir dann gleich mal schauen. Es ruckelt irgendwie gerade, habe ich das Gefühl. Aber ja, so ist das halt. Aber es ist konstant 60 Frames, ne? Also irgendwie ist merkwürdig. Na ja, gut. Kriegt auch 60 Frames rein. CPU läuft 6,4%. Also das ist alles gut. Alles läuft, wie es laufen soll. Naja. So. Keller ist gleich durch. Upsa, keine Steine mehr. Meine Güte, alle schon verbraten hier. Och. Mann. Wir brauchen sie an der Decke auch nochmal, ne? Es ist halt ein sehr, sehr, sehr enger Keller, habe ich das Gefühl. Aber wir können mal gucken, wie wir die Beleuchtung setzen. Also, das passt hier auf jeden Fall. Das heißt, das passt hier auch. Was ist denn hier passiert? So, 2, 2 hier, 2 hier, 2 hier. Passt nicht, ne? Siehst du, das ist halt 2, 2, 3, 2. Also er müsste sogar eins kürzer sein, oder? Wir lassen das hier einfach weg. Das wäre halt merkwürdig. Aber hier wird es halt auch noch wieder gehen. Es sind halt 3 und 2, ne? Also hier wäre halt theoretisch dann die Möglichkeit, dass man vielleicht einen Doppelbogen reinsetzt. So, so wäre es halt wieder ordentlich, ne? Dann müsste man gucken, dass man vielleicht irgendwie einen Bogen reinsetzt. Ja, der wäre dann halt direkt an der Decke, der Bogen. Wir gucken mal. Dann wäre die Decke.